Geburtstag euch. Also, heute gibt's Geschenke für euch. Ja, müsst ihr aber die Schuhe gut geputzt haben. Da gibt's jede Menge Booster, richtig gutes Zeug. Einfach mal dranbleiben und dann erkläre ich euch, wie ihr an diese tollen Sets herankommt. Also, viel Spaß beim Opening. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Giga Labastia, dem klein bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. So, und jetzt machen wir's mal auf die Tour ohne Bart. Ich glaube, das ist am angenehmsten auch für mich. Ihr Lieben, es gibt Geschenke. Frohen Nikolaustag. Wenn das Video hier online kommt, dann ist tatsächlich Nikolaus, 6. Dezember. Das heißt, ich hoffe, eure Schuhe sind gut und artig geputzt worden, dass ihr keine Kohlen in den Schuhen habt. Gibt's sowas bei euch, Nikolaus? Ich habe auf jeden Fall was vom Nikolaus noch für mich, nämlich jede Menge Paradox Rift Booster und ich hab's euch ja bestimmt auch schon im Intro gesagt, ihr habt die Chance hier natürlich wieder tolle Sachen zu gewinnen, passend jetzt zur Weihnachtszeit, also dranbleiben ist angesagt, während ich diesen riesen Batzen an Boostern aus dem Paradox Rift Display noch auspacke. Wir haben 18 Booster, die wir heute hier angehen werden, legen auch direkt los, wollen gar keine Zeit verlieren und natürlich habe ich vor allem das Ziel, spielstarke Karten rauszuziehen, denn jetzt vor dem Nikolaustag oder nee, danach dann steht die Meisterschaft in Stuttgart an. Und da weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich für ein Deck spielen werde. Ich gehe mal rein mit einer Elektroenergie, denn eines dieser Decks könnte eventuell das Miraidon-Deck sein. Das ist relativ schnell zu spielen. Da gibt es auch ein Miraidon EX Liga Kampfdeck. Vielleicht stelle ich euch das auch mal noch in Ruhe vor. Mal gucken. Vielleicht auch in Bezug dann auf die Meisterschaft. Und dafür brauchen wir zum Beispiel Eisenhand EX. Deswegen Trommelwirbel, First Pack Luck, Paradox Rift. Gelingt es uns, direkt eine Hitkarte zu ziehen? Erstmal nur Magpi, aber wir haben trotzdem noch die Chance auf einen Hit. Ah, ist nur ein Wutpilz, schade Schokolade. Leider diesmal kein First Pack Luck. Das ist ja schon fast eine Seltenheit geworden bei Paradox Rift. Außerdem muss ich dazu sagen, dass wir im ersten Part des Displays sehr viele Hits gezogen haben. Psychoenergie. Von daher kann es sein, dass wir hier vielleicht jetzt gar nicht mehr so viele Hitkarten landen werden. Wir haben ein Tentagra, da brauche ich noch die zweite Variante. Ist es richtig scharf gestellt? Ich glaube, die Kamera hat so ein bisschen die Probleme. Es könnte auch an der Untergrundmatte liegen, aber ich dachte, der ein oder andere wünscht sich ja ein bisschen was Weihnachtliches und von den Farben her passt das zumindest. Trommelwirbel jetzt nach Unratytox. Zweites Booster, zweites Mal Daumen drücken. Ist nur Zwiebs und ein Palkia, das fehlt mir tatsächlich noch für meine Sammlung. Hat ich noch nicht gezogen. Sehr, sehr cooles Artwork hier auch auf jeden Fall. Mit der Blitzteleportation und dem Preiszähler. Wenn du mehr verbleibende Preiskarten hast als dein Gegner, fügt dieser Angriff 160 Schadenspunkte zu. Booster Nummer 3 mit Eisenkrieger. Man muss dazu sagen, bei den Paradox Rift Displays ist es nicht garantiert, dass ihr einen Hit daraus ziehen könnt. Eine Special Illustration Rare Karte, Elektro. Tatsächlich, so viel möchte ich schon mal sagen, habe ich eine schon gezogen. Eine zweite hier draus zu ziehen, wäre also fast wie ein Sechser im Lotto. Drücken wir mal die Daumen. Es wäre natürlich überragend, wenn wir hier noch einen richtigen Banger draus landen könnten. Meteno spielstark als Konter zum Relaxo-Deck. Frobal wird im Fruyal EX-Deck gespielt. Und jetzt haben wir die Chance auf eben besagte Special Illustration Rare. Leider nur Herashire als Reverse, auch die habe ich bereits gezogen. Und ein Tektas EX, da haben wir den ersten Hit des Tages aus diesen 18 Boostern. Eine Full Art, die ich auch noch nicht hatte. Centering leider nicht ganz so gut hier bei Tektas EX, aber das ist nicht ganz so schlimm, denn wir sehen, der Arm von Tektas, der ragt hier ein bisschen raus an der Seite. Das heißt, wenn wir den ein bisschen mehr sehen können, dann passt das für mich. Sehr coole Karte, Aquaklinge und Hau drauf und Reiß aus sind die Attacken. Tektas EX. Ich glaube, jetzt habe ich alle Varianten. Ich glaube, ich habe die normale EX, die Special Illustration Rare und jetzt also auch
die Full Art. Sehr, sehr schöne Karte. Ja, und ihr Lieben, wie ihr ja sicherlich wisst, ich habe vor, als kleine Zielsetzung in diesem Jahr noch die 7000 Abonnenten zu knacken. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr neu hier dabei seid. Lasst doch ein Abo da. Falls ihr Freunde habt, die auch Pokémon-Karten sammeln und tauschen, erzählt von diesem Kanal, wenn es euch zusagt, damit die hier auch rein abonnieren, damit wir die 7000 noch knacken könnten. Likes da lassen und kommentiert doch ganz gern mal, was ihr denn gerne noch so hättet vom Weihnachtsmann an Pokémon-Karten. Oder auch an Sets. Na, was würdet ihr euch gerne noch wünschen, holen etc. pp. Vielleicht habt ihr ja sogar eine Weihnachtswunschliste. Psychoenergie, ich wollte fast Pflanze sagen. Und jetzt kommt natürlich Elektro. Zweimal habe ich es schon gesagt. Und jetzt kommt sie. Naja. Griffel. Frohbeiler, da haben wir sie. Jetzt fehlt noch Frohjahr LX. Haben wir eine schon gezogen, aber ich glaube, das werde ich nicht spielen auf dem Turnier. Schubenergie als Reverse und Trommelwirbel. Was da sein? Ein Saltigant. Hit to hit, back to back. Der nächste ist am Start. Ho, 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 sag ich da. Saltigant. Und das ist auch noch eine der Illustration Rares, die ich unbedingt ziehen wollte. Aus Paradox Rift. Saltigant war nämlich in meinem Team in Karmesin und Purpur, beziehungsweise ich habe die Purpur-Edition gespielt. Irgendwie hatte das was. Ja, dieses kleine Steinchen, dann entwickelt sich das zu diesem Minecraft-Pokémon und Saltigant dann am Ende mit dieser unfassbar schönen Karte. So ein bisschen wie ein, ja, Gigant, der Tiere und Natur mag. Wie hieß denn dieser, der Gigant aus dem All? War das nicht der Film? Ich glaube schon. Da gab es auch so eine Szene, wo der mit den Vöglein da so ein bisschen spricht. Ne? Mensch, Maschine. Hier eben ein großer Steinklotz, ein Salzklotz. Ich mag die Karte sehr. Die sieht unfassbar schön aus. Ganz, ganz großes Kino hier mit Saltigant als Illustration Rare. Achso, ja genau. Und dann können wir ja mal noch gucken, ob wir doch noch was dahinter ziehen. Nee, das ist nur ein Zekrom, das heißt, es bleibt bei Saltigant. Auch wenn das Centering leider nicht so gut ist. Kleines Ärgernis, aber naja, Hit ist Hit. So, dann wollen wir direkt weitermachen. Roaring Moon, ja, das als EX-Karte würde ich feiern. Eine Gold-Variante habe ich tatsächlich schon. Die Special Illustration wäre, die wäre überragend, gar keine Frage. Kampfenergie. Jetzt ist es Psycho. Und wir haben ein Wablo, Grimmack. Nee, ich glaube halt nur irgendwie nicht so richtig dran, dass wir noch das große Glück haben werden. Aber hey, man weiß manchmal nie. Ne? Wir hatten schon in der ersten Hälfte richtiges Glück. Vielleicht gelingt uns das heute nochmal. Das Irdengefäß als Reverse gefällt mir auch sehr gut mit dem Effekt hier. Ist auch eine spielstarke Karte, weil ihr zwei Energiekarten aus dem Deck rausholen könnt. Und dann ziehen wir... Ja! Kleptifuchs und ein Mopeko. Auch das ist noch eine der Holo-Rare-Karten, die mir gefehlt hat. Mit in hungriger Hast als Fähigkeit. Wenn an dieses Pokémon keine Energie angelegt ist, hat es keine Rückzugskosten. Und energiespendendes Rad macht 70 Schaden. Und dann verschiebt man zwei Unlichtenergien von diesem Pokémon auf eines auf der Bank. Dagegen habe ich auch gespielt. Und zwar in Polen. Das war im Donnersichel, im Roaring Moon Deck mit dabei. Und das hat ein, wie hieß es? Kurelei. Ich wollte gerade Komfi das englische Wort sagen. Hat ein Kurelei ausgeschaltet. Das hat ja auch eine Unlichtschwäche, glaube ich. Und das ist ja egal, 70 reichen ja schon. Also insofern auch eine Karte, die man in Decks gebrauchen kann. Jetzt aber genug vom TCG-Gelaber. Das versuche ich ja jetzt hier schon eine ganze Weile immer mit einzustreuen. Ich bin ja ein bisschen glücklich und dankbar, dass da keiner von euch gesagt hat, boah, ey, ich spiele das Spiel nicht, ich will nur sammeln. Pflanzenenergie. Von daher hoffe ich, dass ich den einen oder anderen vielleicht da so ein bisschen noch mit abholen kann. Kaumalat, auch sehr, sehr süße Karte. Sodamak, eine weitere TM, Eisenbündel, Techradar, auch spielstark, zum Beispiel im Eisenkrieger-Deck. Wablu und Sensekt. Und dazu noch Zetraking. Eine schöne Karte, haben wir aber jetzt, glaube ich, schon echt einige Male gezogen. Ich habe es schon wieder gemacht, ne? Ich habe wieder gesagt, ja komm, also ich sag mal, zu sagen, welche Karten wirklich gut zu gebrauchen sind, kann ja auch für Sammler interessant sein, damit sie wissen, wenn sie mal was tauschen oder verkaufen wollen, dass da auch durchaus bei den Common Cards was dabei ist, was gewinnbringend ist. Elektroenergie nochmal. Jetzt wird's aber Feuer. Und das Centering gefällt mir wirklich gar nicht bei den Karten hier. Irgendwie ist immer entweder links oder rechts was verschoben. Schade, dass da die Pokémon Company immer noch nicht für einen kompletten einheitlichen Stil sorgen konnte. Yveltal als Reverse, ich glaube, die hatte ich auch noch nicht. Sehr, sehr schön für den Ordner. Und dann ziehen wir vielleicht nochmal einen Hit.
Voltula und Latios haben wir auch schon gehabt. Also ich sag mal so, wenn ich mir noch Dinge wünschen dürfte für Weihnachten, erstmal sage ich Kampfenergie, dann bin ich natürlich immer ein Freund von Pokémon 151, da sammle ich ja auch das Master Set. Ja, da war die Facecam kurz aus, sorry. So, Krokel, Schnäppke, da gibt's ja auch die Mini-Tins für einen Kleingeldbeutel. Gibt aber auch die Simsala, Zapdos EX-Kollektionen. Es gibt auch die neuen EX-Kollektionen mit Donnersichel Eisenkrieger, die stelle ich euch auch demnächst vor. Die sind halt auch super, weil auch spielstark. Fight ist am Start. Und jetzt wird's mal wieder Zeit, oder? Schade. Flatitü, da gibt's auch noch ein zweites. Das habe ich auch noch nicht gezogen. Und Chongjiang, das haben wir natürlich auch schon, schade. Aber gut, ich habe ja schon ein bisschen damit gerechnet, dass in dieser Hälfte des Displays höchstwahrscheinlich nicht so viele Hits dabei sein werden. Das habe ich schon von einigen auch von euch gehört, Psychoenergie, die gesagt haben, ja, eine Hälfte ist meistens schon richtig, richtig krass, die andere eher weniger. Oh, Konterfänger, wichtig für Decks, könnt ihr euch schon mal vormerken. Maskeregen, Energiekapsel aus der Vergangenheit, auch spielstark. Das andere Gierspenst, was mir noch gefehlt hat, sehr gut. Und vielleicht dahinter noch ein Hit, der mir auch gefehlt hat, Fragezeichen. Octillery hatte ich schon und ein Frujalix, da haben wir den nächsten Hit. Und das ist eine spielstarke Karte, davon gibt's ein tolles Deck. Hätte ich tatsächlich Bock drauf, jetzt habe ich schon zwei Frujal EX Karten. Eine dritte wäre für das Deck, glaube ich, noch ganz praktisch, aber schon mal sehr, sehr nice, dass wir hier eine gezogen haben. Kann es sein, dass wir in unserem ersten Display-Opening auch schon die hatten? Also zweimal Frujal EX in einem Display. Auch ein bisschen weird. Aber hey, wir nehmen, was wir bekommen. Frujal EX hier also mit der Eiszapfensohle. Da legt ihr so lange Schadensmarken auf ein Pokémon des Gegners, bis es nur noch 30 KP hat. Und es ist ganz egal, ob das auf der Bank ist oder als aktives Pokémon. Allerdings wird Frujal natürlich von Jirachi gecountert. Also das hat eine Fähigkeit, das blockt dann diesen Angriff. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten trotzdem ein sehr, sehr cooles, witziges Deck, was man mit dieser Karte hier spielen kann. So ihr Lieben, ich unterbreche das Programm mal für eine dringende Durchsage. Ich habe euch ja versprochen, zum Nikolaustag könnt auch ihr Pokémon-Karten bekommen. Und zwar bekommt ihr zum Beispiel dieses tolle Display hier. Jawohl, ein gesamtes Paradox Rift Display. So eins, das ich gerade ausgepackt habe. Ich hoffe, hier sind auch tolle Karten drin. Aber nicht nur das, sondern auch die beiden Blister von Paradox Rift. Jawohl, die habe ich schon ausgepackt. Könnt ihr ja mal angucken, damit ihr sagt, ach ja, das wäre doch was. Dankeschön an dieser Stelle an die Card Buddies. Das ist der Partnerladen von Giga Greevy. Die haben nämlich die Dinge hier gesponsert. Also Dankeschön, dass ihr das überhaupt hier ermöglicht habt. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Also zunächst einmal wäre es natürlich super, wenn ihr den Kanal von Giga Greevy hier von Giga Labastia mal abonnieren würdet. Ist ja ganz klar. Ich habe gehört, der will sogar die 7000 noch knacken. Ja, ansonsten Like da lassen und so. Ihr kennt das Spiel. Aber schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was für ein Set wollt ihr denn? Das große Display, das ist natürlich ein Hauptgewinn. Oder eines der beiden Blister. Ja, ihr könnt auch gerne mal dazu schreiben, was für eine Karte aus Paradox Rift wollt ihr eigentlich gerne noch haben. Da gibt es so schöne Artworks, aber was ist euer Favorit? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, ansonsten alle Teilnahmebedingungen für das Giveaway findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Läuft genauso ab wie die letzten Male auch. DSGVO-konform, YouTube hat damit nichts zu tun, ihr kennt das Spiel. Zwei Wochen habt ihr Zeit, danach gibt es eine Auslosung hier irgendwie auf YouTube. Das macht der Giga-Greevy schon von Giga Labastia. Ich bin weg. Viel Spaß jetzt noch weiter beim Opening. Und pst, dranbleiben lohnt sich. Ich kann euch schon mal so viel sagen, der zieht doch richtig, richtig gute Hits. Drei Hits sind's bis jetzt. Pflanzenenergie. Oh. Da ist natürlich noch Luft nach oben, gar keine Frage. Seeper und Watzapf. Oder habe ich was vergessen? Nö. Wir haben die Full Arts, wir haben die Illustration Rare und eine EX-Karte. Haben wir auf jeden Fall schon mal von allem ein bisschen was dabei gehabt. Jetzt ziehen wir Gaunux als Reverse und dann noch. Hallo! Das schlickt da immer wieder, dieses schlickt da, dieses mimige Pokémon. Komm, jetzt noch eine schöne Full Arts. Ach, Eisenfalter. Ist eine coole Karte, cooler Effekt, aber kennen wir halt schon, ne? Ich glaube aber, gerade für die Weihnachtszeit gibt es doch jetzt einige Möglichkeiten, um eure liebsten Pokémon-Fans zu beschenken. Auch der neue Sammelkoffer, den habe ich euch ja auch vorgestellt, schon auf dem Kanal. Checkt das Video ganz gern mal aus. Irgendwie kam das noch nirgendwo richtig an, habe ich das Gefühl. Also sehr wenige Aufrufe, warum auch immer. Aber das ist eigentlich ein cooles Produkt. Wasserenergie.
ist eigentlich wirklich nicht zu unterschätzen. Check das mal ab. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das auszupacken. Und da waren auch coole Booster dabei, coole Promokarten auch. So, cool wäre es natürlich auch, wenn wir jetzt hier noch den nächsten Hit landen würden. Wäre mal wieder schön nach Felino. Eine Illustration wäre zum Beispiel... Nee, aber das spielstarke Hirashi, auch wenn ich es jetzt schon ein paar Mal auch in Reverse gezogen habe. Ich glaube, ich habe es noch nicht normal, nur in Reverse. Und... Gaunux als Holo. Leider auch nichts, was wir noch gebrauchen könnten. Aber so ist das halt, ne? Wenn man ein neues Set hat und dann doch schon mal Display, dann hier ein paar Boxen etc. und Lichtenergie geöffnet hat. Naja, dass dann natürlich sich die Karten doppeln und dreifach wiederholen, das bleibt nicht aus, ne? Also das ist ja bei Obsidian Flammen ähnlich. Ah, Professor Futurus als All-Dart wäre zum Beispiel noch ziemlich, ziemlich nice. Reißlaus und Trommelwirbel, bitteschön. Griffel und die Oxys. Auch nichts Neues mehr dabei. Nicht mal bei den Reverse-Karten oder sowas. Weil gerade wenn ihr eine Sammlung machen wollt, ne? Also erstmal habe ich jetzt auch bei mir festgestellt, ich kaufe jetzt mittlerweile wirklich hochwertige Ordner. Früher hatte ich immer die Aktenordner und so. Vielleicht zeige ich euch das auch mal in einem extra Video. Feuerenergie. Aber dadurch, dass ich jetzt diese relativ hochwertigen Ordner mir kaufe, da ist der Wunsch schon da, auch diese Main-Sets, die Master-Sets zu sammeln, auch auf die Reverse-Karten zu achten, dass man da jede Variante hat. Und das dauert natürlich, ne? Also das ist ja, guck mal hier, WhatsApp habe ich schon als Reverse, aber es gibt ja noch so viele andere, die ich in Reverse bräuchte. Also auch da gehört ein bisschen Glück dazu. Jetzt brauchen wir Glück für einen nächsten Hit. Und das ist halt ein Mikrik, das haben wir auch schon sehr oft. Aber dahinter ist ein Juju, das haben wir auch schon. Wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Also Leute, es sind jetzt noch 4 Booster übrig. Das ist natürlich jetzt wirklich keine gute Ausbeute. Die haben sich alle auf der anderen Seite versteckt, die Hits. Kann das sein? War so stark, die erste Hälfte. Elektroenergie. Oh, und das funktioniert ja heute auch überhaupt gar nicht mit den Energiekartenraten. Oh, Gott sei Dank. Endlich mal wieder ein Hoffnungsschimmer. Da ist das andere Tentagra, was ich noch brauchte. Mit der Haftspore und dem Rankenklatscher. Das lege ich direkt mal an der Seite. Guck mal, ist das ein kleiner Weihnachtsbaum da in der Ecke? Sieht ein bisschen so aus. Süß. Toxel, auch süß. Haben wir schon. Genauso wie Pandir. Irsa. Kriechflügel. Brauche ich noch als Reverse, glaube ich. Pumpkin. Tentantel. Und jetzt Däumchen drücken. Bitte, bitte. Arceus. Schenk uns was am Nikolaustag. Nee, das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Nikolaus, Arceus Nikolaus, keine Ahnung mehr. Nein, wir ziehen noch eine Goldkarte und auch noch eine der besten, die ihr ziehen könnt. Wir haben schon Donnersichel und jetzt ziehen wir Eisenkrieger EX. Dreimal habe ich Eisenkrieger EX als normale Karte schon gezogen und jetzt ziehe ich die Goldkarte. Ho, ho, ho. Sorry, ich muss ein bisschen rumblödeln. Das ist ja irre. Das ist ja irre. Das gibt's doch überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Einfach die Goldkarte. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Was ist dahinter? Komm, was ist dahinter? Vulkanion. Alright, alright. Ne. Nee! Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Das Wunder der Weihnacht. Und die ist auch noch so gut gecentert. Och, das Wunder der Weihnacht ist da. So, ihr Lieben, da wollen wir natürlich hoffen, dass ihr ähnlich erfolgreich sein werdet und ähnliches Glück habt bei euren Boostern. Aber das ist ja gigantisch. So, komm, letzten 3 Booster. Psychoenergie. Ich bin gespannt, ob wir hier noch irgendwas weiteres draus ziehen können, aber die Goldkarte ist natürlich phänomenal. Eine Special Illustration Rare und eine Goldkarte in einem Display. Ich glaube, damit können wir mehr als zufrieden sein bei Paradox Rift, nach allem, was ich jetzt schon gehört habe über das Set und die Pull Rates. Komm, nochmal der Trommelwirbel. Was darf sein? Seeper und ein Dinglu als normale Rare-Karte haben wir natürlich auch schon. Ist nicht so wild. Und jetzt geht's ab mit Cremanzo als fast finale, vorletztes Booster. Feuerenergie natürlich entsprechend. Natürlich nicht. Boah. Also insgesamt war es ein tolles Display, gar keine Frage. Ich gucke mir gleich nochmal kurz die Gesamtzahl an der Karten, die wir hier haben.
Irdengefäß nochmal. Hoppala, Medizinenergie. Tafor Gita als Reverse hatte ich, glaube ich, noch nicht für mein Set. Und jetzt gibt's nochmal was? Gibt's nochmal Nachschlag? Setra King als Reverse. Ich glaube, die hat mir tatsächlich auch gefehlt, also auch nicht übel. Und dann... Eisenhand, die Ex ist nochmal mit dabei. Jawohl! Genau die brauchte ich. Genau so eine wollte ich noch unbedingt haben für das Miraidon-Deck. Weil da überlege ich schon, es zu spielen. Eine Eisenhand-DX-Karte haben wir schon. Die könnte reichen. Aber ich überlege halt, mit zwei zu spielen. Und jetzt haben wir sie auch gezogen. Und das noch vor den Regionalmeisterschaften in Stuttgart. Perfekt. Warum Eisenhand-EX? Warum ist das so stark? Durch die Fähigkeit amplifizierter Dank. 120 Schaden macht die Attacke. Aber wenn ihr damit ein gegnerisches Pokémon besiegt, dürft ihr noch eine extra Preiskarte nehmen. Und das kann spielentscheidend sein. Richtig, richtig stark, dass die hier noch mit drin war. Boah, also damit ist das Display jetzt wirklich perfekt für mich gelaufen. Irre, irre, irre. Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier dabei gewesen zu sein. Ich drücke natürlich allen die Daumen, gar keine Frage. Macht gern mit beim Gewinnspiel. Und ja, danke auch nochmal an die Card Buddies, dass sie mir das hier ermöglicht haben, so. Feuerenergie, oh, schade Pflanze. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann, ja, wie gesagt, ne, wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder, gar keine Frage. Ich bin ein bisschen baff gerade, weil das so gut lief. Ich habe damit nicht mehr gerechnet. Was ist im letzten Booster drin? Gibt's nochmal Grund zu feiern? Geosali als Reverse und ein Lextremo. Okay, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. 5 Hits waren es jetzt, glaube ich, insgesamt. Also nicht ganz in jedem dritten Booster bei 18 Stück. Das ist aber nicht so wild. Der erste Part war ja schon cool. Den könnt ihr gerne jetzt abchecken oder eins der anderen Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in der Zukunft wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Und einen schönen Nikolaus euch. Ciao, ciao.